Hallo und herzlich willkommen bei Digitalks. Wir sind hier bei der Rethink Smart Manufacturing Summit 2019. Es geht um Digitalisierung, Industrie 4.0, Cybersecurity, ganz spannende Themen, die dieses Jahr angesprochen werden. Und ich bin hier mit Michael von Karl Wöwag Lack und Farbenfabrik. Michael, was halten Sie von dem Summit soweit und was sind denn die spannendsten Themen für Sie? Also für mich ist, sage ich mal, so eine Art der Veranstaltung relativ neu, einfach mit dieser Mischung aus Präsentationen der Vortragenden praktisch und dann auch dieses interaktive Zusammensitzen in Teams, in Gruppen praktisch, was zusammenarbeiten, kannte ich so jetzt noch nicht so in diesem Maß, auch diesen Roundtable so. Also finde ich erstmal vom Ablauf sehr interessant und sehr gut. Die Themen natürlich IT, Industrie 4.0, ganz großes Thema, aber ich denke, man kriegt so einen besseren Bezug dazu, wie die Firmen damit umgehen, was damit gemeint ist. Ne? Und es gibt erstmal in kleinen Schritten, sage ich mal, die man gehen muss. Und das Wichtigste, eben auch dieses Vernetzen von Maschinen, Technologie. Man kriegt Lösungsansätze, wie man sich dann, ja, wie soll ich sagen, in Zukunft darauf vorbereiten kann, um das nicht zu verpassen, was dann auch ganz wichtig ist. Dann, ja. Der Weg nach vorne ist lang, aber Schritt für Schritt bewegen sich viele Unternehmen in die Richtung Digitalisierung und Industrie 4.0. Wo sehen Sie denn Ihre Firma auf der Reise hin zum optimierten Gewerbe? Also wir sind ja ein traditionell familiengeführtes Unternehmen mit ca. 1000 Mitarbeitern, Mittelstand und haben dort natürlich halt diese Herausforderung zwischen neuen Maschinentechnologien und den alten, die wir haben. Das heißt, wir haben auch Gerätschaften, die jetzt nicht unbedingt dafür vorbereitet sind, sage ich mal, digital angebunden zu werden, und da müssen wir jetzt einfach so einen Spagat machen. Was ist denn technisch möglich? Wo bringt es uns den Nutzen? Wo können wir was machen? Das Interessante ist aber auch, dass auch große Firmen ähnlich gleiche Herausforderungen haben, und es ist doch sehr interessant, dass es auch Lösungen gibt halt, ja. Und das ist so den Weg, den wir da bestreiten. Aber natürlich, was ich gelernt habe, zusammen im ganzen Team. Also das heißt, nur eine Abteilung allein bringt nichts. Das heißt, man muss wirklich alle einbinden, von IT, Produktion, Supply Chain, auch die Entwicklung, dass jeder Part praktisch gefordert ist dann. Ja. Was sehen Sie denn als größte Hürde auf Ihrem nächsten Schritt? Sagen wir mal, Sie möchten Prozesse optimieren. Sie meinten alte Systeme, Legacy Systems. Geht es hier um den bloßen Austausch der Maschinerie oder auch um Kompetenzausbau? Also ganz wichtig, Kompetenzausbau, das, was Sie sagen, ist eigentlich der Mensch. Ne? Das wird auch immer hier wieder erwähnt. Der Mensch ist im Mittelpunkt, und das ist halt auch wirklich so. Das heißt, die große Herausforderung ist es ja, die Mitarbeiter mitzunehmen, auf diesem ganzen Prozess teilhaben zu lassen und auch zum Beschreiben, dass wir das gemeinsam entwickeln. Ne? Es darf nicht so kommen, es kommt eine neue Idee von oben. Wir haben uns dem zu fügen und umzusetzen, zu machen, weil dann hat man so eine gewisse Abwehrhaltung. Die Frage ist einfach wirklich, wie schaffen wir es, die Mitarbeiter zu motivieren, von Anfang an mitzunehmen und auch dabei interessiert zu sein, das mitentwickeln zu wollen. Und da sehe ich so die größte Herausforderung, viel Führungstätigkeiten, auch selbstständig, flexibel arbeiten. Da müssen wir, glaube ich, ganz viel in die Hände der Mitarbeiter legen. Also gute Kommunikation ist da auf jeden Fall sehr nötig. Was sind denn die Key Takeaways für Sie, ganz kurz zusammengefasst, von dieser Sitzung? Na gut, erstmal sehr viel Information, die ich verarbeiten muss halt, natürlich ganz klar. Aber ich denke auch nochmal ein bisschen in unsere Systeme konkret zu gucken, was die denn schon leisten, wo wir denn Daten abrufen können. Ich denke, wir haben schon eine Vielzahl an Daten. Die Frage ist nur, wie setzen wir sie sinnvoll für uns ein, dass sie uns helfen? Und da haben wir, sage ich mal, so Methoden wie Shopfloor-Center bei uns oder Kennzahlensysteme. Und jetzt geht es darum, die richtigen rauszufinden, die uns auch dann den Weg weisen, dass wir wissen, wo müssen wir denn zu eingreifen praktisch. Dann, ja. Ausprobieren, okay. Bis es passt. Genau. Super. Vielen Dank, Michael. Danke. War mir ein Vergnügen. Ja.